Hallo, NinaGirl3 hat ein Video auf YouTube gestellt, wie man den Lash Shower Jelly selbst macht. Und ich habe gedacht, ich zeige es euch heute. Und als Assistenten habe ich einen guten Freund eingeladen, der mir dabei hilft. Hallo! Und jetzt legen wir mal richtig los. So, wir brauchen dafür Gelatine, dann einen Teelöffel Salz, dann eine halbe Tasse flüssiges Duschgel. Ich habe heute so eine Cremeseife bei Kik gekauft um 1 Euro. Dann eine dreiviertelte Tasse Wasser, Lebensmittelfarbe und, wenn man will, ein Duftöl. Ich habe hier ein Vanilleduftöl. Bringt das Wasser zum Kochen. Und dann solltet ihr gleich eine Schüssel herrichten, in der ihr die Gelatine auflöst. Hui, die habe ich hier hergerichtet. Ich nehme 2 Blätter Gelatine, weil ich denke, dass das reicht. Die Gelatine muss sehr gut aufgelöst sein, bevor man es zum Duschgel gibt. Wenn es gut vermischt ist, fügt man das Salz hinzu, aber es ist noch nicht so weit. Ich hoffe, es funktioniert mit 2 Gelatineblättern. Also wenn es so vermischt ist, dass keine Brocken mehr drinnen sind, einen Teelöffel Salz dazu und eine halbe Tasse Duschgel. Also ich habe einfach das Duschgel in seinen Plastikbecher gepumpt, damit ich danach nicht so viel abwaschen muss. So, noch einmal umrühren und dann die halbe Tasse Duschgel dazu. Löffel bitte, Herr Assistent. Bitte schön. Großen Löffel bitte. Bitte schön. So. So, und jetzt kann man, wenn man will, muss man aber nicht, Lebensmittelfarbe dazu tun. Ich verwende ein Mittelblau. Ich habe die Farbe aus der Apotheke. Und ich denke, so viel sollte reichen für die kleine Menge. Und ich gebe auch noch ein Duftöl dazu, damit der Duft intensiver ist. Und weil ich eins zu Hause habe. Ich nehme einfach ein paar Tropfen. Das ist Vanilleduft. So. Und ich verwende als Formen Eiswürfelbehälter von IKEA. Diese sind von Idusho Herzen. Aber ich habe auch von IKEA so Dreiecke. Am besten legt ihr ein Geschirrtuch unter die Formen, damit ihr nicht alles anpatzt. Und jetzt gießt ihr einfach die Flüssigkeit in die Formen. So, ein paar Dreiecke. Ups. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man eine Schüssel nimmt, mit der man gut ausgießen kann.
Man kann eigentlich jede beliebige Form verwenden, auch Muffinformen. Stelle das jetzt für ein paar Stunden kalt und schau, ob das was geworden ist. Tschüss dabei! Tschüss! Ich habe die Formen nun in den Kühlschrank gestellt und lasse sie dort für 2-3 Stunden aushärten. So, die Jellies sind jetzt 3 Stunden im Kühlschrank gewesen und jetzt kommen sie raus und werden getestet. So sieht das fertige Jelly aus. Das ist ein Herz. Man könnte, glaube ich, doch mehr Gelatine verwenden. Bis jetzt ist es noch weich nach 3 Stunden aushärten. Und jetzt schauen wir mal, ob es schäumt. Es schäumt, aber mein Assistent verwendet natürlich ein ganzes Stück, was für mehrere Hände waschen reichen soll. Es schäumt, es schäumt, es schäumt. Juhu. Und die Farbe färbt nicht ab. Also, dein Fazit. Riecht gut, schmeckt gut, perfekt, nur empfehlenswert. Hallo! Tja, warte, das ist ein guter Outtakes. Ich bin der Oberbotzenlippel, hab noch gar keinen Tippel. Wie viel Tippel hast denn du? Ich bin so ein Nerd. An meine Zuschauer, versucht nicht so viel zu batzen wie ich. Don't try this at home. Für solche Sachen sollte man sich einen Assistenten holen. Man will sich doch nicht selbst die Finger schmutzig machen. Ja, nee, peace out, ich bin draußen.